Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldar zu einem neuen Part. Zu einem neuen Let's Test auf meinem Kanal. Zu Let's Test Alice Behind the Moon. Ich weiß noch nicht, ob daraus irgendwann mal Let's Play wird. Erstmal jetzt hier ein Let's Test. Ich weiß auch noch nicht, wann ich das veröffentlichen werde. Dann, wenn irgendwo mal Platz ist. Ja, willkommen zu Alice Behind the Moon. Ein Spiel, was ich mir irgendwann mal auf Steam gekauft habe, als es mal im Sale war und jetzt entdeckt habe und dachte mir, spielst du das mal, warum nicht? Okay, die Musik kannst du nicht, kann man nicht leiser stellen. Die muss so bleiben. Spricht schon mal für das Spiel, das ist ja schon mal. Das ist ja. Das kann ja nur ein super Spiel werden. Ja gut, Alice im Wunderland. Spielen wir jetzt hier. Das Videospiel. Ein Videospiel. Zu Alice im Wunderland. Hier auf Steam. Los geht's. Ich würde mal sagen, starten wir das Spiel und schauen wir mal rein, was uns hier erwartet. Ist wohl ein Wimmelbildspiel. Da werden wir mal schauen, was wir da. Ja, wie lange ich jetzt hier Freude dran finde. Ob das bei dem Letztes bleibt oder ob wir da jetzt. Ob ich da mehrere Parts draus mache. Vielleicht wird es auch instant ein Let's Play. Und das ist der Multipart davon. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Starten wir ein neues Spiel. Let's go. Gib deinen Namen ein. Okay. Let's go. What the fuck? Creepy. Oha, muss jetzt vorlesen oder was? Grinsekatze. Guten Abend, Alice. Verzeih mir, dass ich dich aus dem Bett gezogen habe, aber das Wunderland braucht dich. Grinsekatze, ich freue mich, dein Lächeln wiederzusehen, Kater. Also, die kennen sich also schon. Wir müssen dich hier rauskriegen. Für Synchronisation haben sie nicht. An der Synchronisation haben sie das gespart. Es war also nicht möglich, das zu synchronisieren. Ich erkenne dieses Zimmer. Ich muss nur den Trank trinken, um zu schrumpfen, damit ich durch die Tür passe. Leider ist hier kein Trank mehr und du findest in diesem Wandschrank etwas, das dir hilft. Let's go, Wimmelbildspiel. Das Auge weist auf eine Szene mit versteckten Objekten hin. Klicke auf den Tisch, um Dorthin zu gelangen. Ah, ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut und meine Stimme ist zu hören. Ja, hoffen wir mal. So, du befindest dich in einer Wimmelbildszene. Juhu. Dein Ziel ist es, alle Objekte auf der Liste zu finden. Zum Beispiel diesen Kompass. Was? Welchen Kompass? Möchtest du eine Einführung wirklich überspringen? Nein, wirklich nicht. Aber welchen Kompass? Kompass. Ich muss das ja irgendwie überspringen, um das. Ja gut, bin einverstanden. Kompass. Dreimal Frosch, dreimal Apfel, Kompass, drei Bürste. Dreimal Bürste. Sorry. Hut, Kamm, Zucchini, Kette, Feuerzeug, Brunnen, Blume, Besen. Aha. Ich habe doch den Trank. Warum kann man den nicht nehmen? Den Obelkuchen kann ich ja nicht finden. Aber ja. So. Drei Äpfel müssen einen Kompass haben als erstes finden. Wurde gesagt, hier. Anekdote, die meisten Gedichte in Alice im Wunderland entstammen nicht. Der Fehler Lewis Carrolls. Er parodierte einfach im Allgemeinen frömmliche Kindergedichte.
die alle kleinen Engländer auswendig kannten. Aha, sehr schön. Das war ein Funfact, den wir hier gefunden haben. Hier haben wir schon mal einen Apfel. Wo ist denn der Kompass? Hier ist der Kompass. Sehr schön, wird hier gut ordentlich gestrichen. Zwei Äpfel müssen wir noch finden. Hier ist eine Birne. Mist ausschaut. Hier können wir einen Hinweis kriegen. Ja, Wimmelbildspiele. Oh, jetzt bin ich ins Menü zurückgegangen, na toll. Ja. Let's go. Weiter geht's, hat zum Glück zwischengespeichert. Und hier haben wir einen Frosch. Hier haben wir noch eine Grinsekatze. Anekdote, Lewis Carroll hieß in Wahrheit Charles Ludwig Dodgson. Der Name der Figur Dodo leitet sich von seinem Familiennamen ab. Er bezieht sich auf den Autor und sein Stottern. Denn wenn er sich vorstellte, sagte er Dodgson. Aha. Ich werde auch langsam zum Stotterer. Das passiert mir auch langsam. Wird bei mir bei Rast. Ein Hut, ach, das war ein Hut. Interessant. Wir brauchen noch zwei Äpfel. Ansonsten. Zucchini. Die haben wir hier ganz riesig. Eine Blume. Das wäre auch ein Hut gewesen. Das liebe ich ja an. Wimbledon spielen am liebsten, dass es dann fünf verschiedene Hüte gibt und nur einen davon brauchst. Okay, das war eine Kette. Kirsche brauchen wir die auch, eine Brille. Wird gesucht. Kamm. Den habe ich noch nicht gefunden. Eine Banane. Ein Besen wird gesucht. Das ist kein Besen. Okay. Falsch getippt. Sehr gut. Wenn ich zu oft falsch klicke, dann ist das ja also auch. Gibt es ja auch ein kleines. Gibt es Ärger mit der Katze? Feuerzeug. Da haben wir ein Geschenk. Zweimal Frosch, ein Frosch haben wir schon gefunden. Der war glaube ich mit hier. Den Apfel müssen wir auch finden. Ist wahrscheinlich irgendwo abgebildet. Ein Hinweis. Achso, hier ist ein Apfel. Sehr schön. Das ist noch eine Brille, oder? Eine Brille? Okay. Ach, jetzt wird erstmal mein Hinweis geladen. Sehr schön. Ein Kamm. Fächer. Habe ich gesucht. Eine Pfeife. Ein Schlüssel. Brauchen wir doch bestimmt auch. Das ist eine Schere. Ach, ein Besen. Okay. Lag wohl dahinter. Hinter der Schere. Interessant. Liegt der Kampf vielleicht auch irgendwo hinter? War das schon der Kamm? Nee, das war jetzt. Kompass? Oder was? Irgendwas war das jetzt? Kompass haben wir anscheinend schon mal gefunden. Apfel. Wo finden wir denn hier noch einen Apfel? Nichts geklebt hat. Kleiner Hinweis. Ach, da liegt das Feuerzeug, dass ich das nicht gesehen habe. Eine Feder. Und ein Kompass. Hm.
Schere. Kammblume, zweimal Bürsten und zweimal Frosch, ein Apfel noch. Kammblume und Bürsten. Zwei Bürsten brauche ich noch. Die Musik ist wirklich ein bisschen laut. Ich hoffe, man hört mich deutlich immer noch. Okay, das war ein Apfel, das sah aber wie eine Kirsche aus. Und durch die Form hätte man es erraten können, aber es ist. Kleiner Hinweis. Okay. Die Blume. Ach, das war das Muster. Okay. Nach Mustern muss ich auch schalten. Das war immer Bürste. Gibt es irgendwo Bürstenmuster, was ich hier. Ah, du bist eine Bürste. Eine zweite Bürste noch. Auf ganz. Du bist keine Bürste. Hosefalle. Bürste. Hier unten meine ich doch was gesehen zu haben. Nee, aber das war was anderes. Das haben wir schon aufgesammelt. Vielleicht gibt es einen neuen Hinweis. Okay, das war jetzt was. Wir suchen noch eine Bürste, einen Kamm und einen Frosch. Ja, der Quark ist schon ein bisschen. Kein Frosch. Der ist doch der Frosch. Ein Dreckfleck auf dem Kissen. Das ist auch so ein Dreckfleck auf dem Kissen. So ein Kamm, vielleicht gibt es noch irgendein Kammmuster. Das aussieht wie ein Kamm. Das K. Bürste und Kamm. Vielleicht gucken wir noch einen Hinweis. Hier ist noch eine Bürste. Ah, sehr gut. Und den Kamm. Ach hier. Violinschlüssel. Hier. Du hast ein nützliches Objekt gefunden. Ein Violinschlüssel. Ja, sehr schön. Next Level oder was? Ich muss hier weiter suchen. Inventar, Violinschlüssel. Den können wir hier reinstecken. Aha. Rein damit. Ach du Schande. Farbe. Violett. Gelb. Also das ist Memory hier. Gestreift. Dieses Muster. Ach du Schande. Hier haben wir noch gelb. Hier das. Ja, sehr gut. Da oben war noch was. Das Muster hier. Flip Me. Steht auf einem drauf. Das war hier oben. Sehr schön. Das habe ich da oben auch gesehen. Nee, das hier vielleicht? Ja, das hier. Lila war hier oder? Nee, war das hier? Irgendwo habe ich die Lila noch gesehen. Hier war Lila. Hier war Lila. Und dort war Lila. Ja, genau, das hat man da oben noch. Nee, das ist doch falsch, oder? Nee. Immer ähnlich. Rot und blau. Grün. Nee, das hier. Das hier und das hier. Das ist blau. Hier war grün. Fast nebeneinander. Da ist blau. Das kriegen wir ohne Hinweis hin. Bleibt übrig. Ein roter Farbtopf. Haben wir jetzt gekriegt. Die Tür ist zu klein. Ich passe nicht hindurch. Außerdem ist sie ziemlich abgenutzt und könnte einen neuen Anstrich vertragen. Ja, einen neuen Anstrich, den kriegen wir doch bestimmt hin.
Würze. Und dann wird es größer durch den Anstrich. Na, sehr schön. Ein Hauptbahnhof des Wintergangs. Finde das weiße Kaninchen wieder. Es wird die Details erklären, in welche Gefahr unser Königreich schlägt. Aha, okay. Das weiße Kaninchen, ach, ich gehe jetzt zurück. In der Karte. Weißes Kaninchen? Achso, weißes Kaninchen sagt das. Wer ist da? Bist du es, Kaninchen? Was machst du in dem Käfig? Man hat mich eingesperrt und man hat mir meine Kleider weggenommen. Bitte hilf mir. Auweih. Anekdote. Die Wahl der Namen der Tiere des Tränenmeers war keinesfalls Zufall. Es war Duck in Anspielung auf den Lewis Carrolls Kollegen und Freund Robinson Duckworth. Nomi und Eagle wurden von dem Vornamen der Schwester Alice Nidlo und Lorina und Edith abgeleitet. Und Alice war wahrscheinlich dann. Alice Nidlo war wahrscheinlich nicht nur Vorname für Ableitung dafür, sondern vielleicht auch für eine gewisse Alice. Drei Handfeger. Okay. Hier haben wir einen. Hier haben wir zwei. Und den dritten finde ich nicht. Hier ist ein Kuchen. Hier ist der Omelkuchen. Ja. Anekdote. Der Spielfilm von Walt Disney, der 1951 herauskam, nahm 10 Jahre Arbeit in Anspruch. Er erhielt nicht den erwarteten Erfolg. Ein paar Jahrzehnte später wurde der erste Disney im Fernsehen ausgestrahlt. Und wurde zumeist ausgeliehen im Film. Ist ja wundervoll. Anekdote. Der Film der Disney Studios war der erste, der Interpreten mit ihren Charakteren assoziierte. Auch enthält dieser Film die meisten Lieder. Nicht weniger als 40 wurden komponiert, obwohl am Ende nur 20 beibehalten wurden. Aha, interessant. Zitronen müssen wir auch finden. Das war schon ein Drachen. Tomaten, Karotten vielleicht noch. Langsam wird die Musik nervig. Käfer, wo soll ich denn das alles finden? Ein Handfinger muss noch finden. Die Kuchen sieht ziemlich nach einem. Ja, ja, ist ja gut. Die Kuchen sieht ziemlich nach einem Handfinger aus. Kleber. Hier sind Zitronen. Zweimal Zitrone. Hier ist noch ein Zitronenkleber. Zitronentee. Hier ist Kleber. Eine Banane. Ein Vogel. Hier ist was versteckt. Ach, das war der Schaukelstuhl. Ein Siegelring. Ein Schal brauchen wir noch. Diesmal vielleicht durch Handfinger, Käfer, zweimal Zitrone brauchen wir noch. Karo, gebrochenes Herz und zweimal Schuh, Schal als Krause. Halskrause haben wir hier. Ist ja gut. Ein Hut müssen wir jetzt wahrscheinlich hier in jedem Level finden. Ein Kröte haben wir hier. Salat. Ein Stift. Wird alles nicht gesucht. Ein Schal. Später wird ein Dominostein gesucht und dann findet man sowas. Hier ist ein Schal. Ein gebrochenes Herz. Der Hinweis. Ach, das war das gebrochene Herz. Das habe ich gar nicht gesehen. Urpflicht. Das geht gar nicht. Zweimal Schuhe. Also zwei Paar Schuhe oder zwei einzelne Schuhe. Zwei einzelne Schuhe. Ich habe einen gefunden.
Und der zweite. Käfer. Ich blick's ja hier gar nicht. Ist ein Käfer, oder? Ja, ist sehr gut. Die Katze. Wenn ich dreifach auf drauf klicke, dann macht's Ärger, die Katze. Und ich wieder einen Hinweis. Oh, da haben wir den Schuh gefunden. Ah, das war das Karo. Ja gut, das hätte ich auch entdecken können. Käfer. Das sieht doch aus wie ein Käfer hier. Ah, ist ja gut. Versuche nur drauf zu klicken. Ein Käfer. Ach. Ein Käfer. Das Auto Käfer. Das war das Auto dort. Meine Fresse. Facepalm. Ich hab hier unten, das, weil das aussah wie so eine. So ein Mistkäfer oder sowas, hab ich danach als. Als ob. Wecker. Vielleicht kriegen wir da einen Hinweis. Hier ist noch eine Karotte. Zwei Zitronenbaum noch. Hier ist noch was. Ein Handfeger. Okay, zwei Zitronen und einen Hut brauchen wir noch. Ist das ein umgedrehter Hut? Ist das eine Zitrone? Das ist eine Tomate. Eine grüne Tomate. Zitronen. Hier könnte auch eine Zitrone drauf sein, auf dem Teebeutel. Hier ist eine Zitrone drauf, oder? Sieht doch aus wie hier. Nicht. Hier ist eine Zitrone. Eine Zitrone wird noch gesucht. Und ein Hut. Vielleicht finden wir eine Zitrone ja ohne Hilfe. Können wir uns den Hut suchen lassen mit dem Hinweis. Ich glaube nicht. Aber hier war noch eine. Hier war noch ein, hier ist noch ein Käfer, den hätten wir finden können. Hinweis. Das ist ein Hut. Ach so. Ja gut, den habe ich. Der war ja riesig. Jetzt die Zitrone. Da muss was Gelbes. Eine Zitrone. Das könnte hier eine Spinne sein. Von der Form her. Zitrone. Ja. Eine gelbe Lampe. Zitrone. Das ist auf jeden Fall schon ein halbwegs anspruchsvolles Wimmelbildspiel. Mit Dialogen noch zwischendurch. Ja, das gefällt mir einigermaßen. Hinweise kann man sich genügend geben lassen. Ach, das Ziffernblatt. Das ist die Uhr. Jacke des Kaninchens. Ja, hier. Eindeutig. Das ist ein nützliches Objekt gefunden. Die Kleider des Kaninchens. Na dann hier, Klamotten für dich. Kaninchen. Danke, Alice. Jetzt müssen wir den Käfig öffnen. Okay. Wie tun wir das? Bewerkstelligen. Anekdote. Der Märzhase erhielt seinen Namen in Anlehnung an einen großen Volksglauben, der in England herrschte. Es wurde gesagt, dass sich die Hasen während der Paarungszeit, die im März begann, merkwürdig verhielten. Aha. Im Wald lebt ein seltsamer Vogel, der dir wahrscheinlich beim offenen Käfig helfen kann. Okay, wir müssen erstmal in den Wald rausgehen. Okay. Hier hinein. Okay, ich würde aber dort erstmal weitermachen. Im nächsten Part, im nächsten Aufnahme für das letzte soll das jetzt erstmal gewesen sein für Part 0. Oh, hier ist auch noch ein paar hilfreiche Sachen. Okay. Hier können wir die Schranke hochfahren, aber ohne Kurbel wird das nichts. Aha. Jetzt auch noch ein paar Sachen zu sammeln. Der Weg führt zum Schachbrett gehen, aber erst ist momentan gesperrt. Okay, ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall nochmal. Ich weiß nicht, wie lange das Let's Play wird, wie lange wir uns damit beschäftigen, aber ich denke, ein, zwei Parts können wir davon noch machen.
Aber für diesen Part will ich es jetzt erstmal beenden und würde jetzt mal sagen, wenn euch noch oben sollte es gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr seid und den nächsten Part vielleicht mal irgendwann nicht verpassen wollt. Wird ein bisschen dauern, ich würde hier den Kompass aufgeben. Ja, man sieht sich, Leute, bis dann und ciao. Das ist der Zug der Hexen der Herzkönigin. Und sie hat hier als einzige Zutritt. Ich hoffe ihr nicht in den Weg zu laufen. Als ich letztes Mal hier war, habe ich ihr die Spielkarte umgestoßen. Du wirst sie noch früh genug treffen. Gut, und damit. Haut rein, bis dann und ciao.